Es lebe der Sport. Der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Der SV Seder Bad Schallerbach am Fußballfeld und so in Schale. Am Samstag, dem 2. Februar, begann für die Bad Schallerbacher Fußballer die Fußballsaison 2002. Der Sportlerball im Gästezentrum bot als erste Veranstaltung des Vereinsjahres einen optimalen Einstieg im gemütlichen Ambiente. Neben den musikalischen Highlights der Hurricanes bot die große Tombola etwa 400 Preise im Gesamtwert von rund 4.000 Euro, also 55.000 Schilling. Hauptpreis war ein Ledersessel der Firma Seder Polstermöbel im Wert von 10.000 Schilling. Ohne die Sponsoren und Gönner gibt es eigentlich keine Veranstaltung heutzutage mehr. Und an dieser Stelle darf ich mich wirklich von Herzen bedanken bei allen Gewerbetreibenden, Banken, Institutionen, die einfach unsere Veranstaltungen immer wieder unterstützen. Einen Monat nach der Einführung des Euros als offizielles Zahlungsmittel äußern sich Herr und Frau Österreicher sehr vielseitig über den Umgang mit der neuen Währung. Da habe ich an sich keine Probleme, zahlen tut alles mein Mann. Also da haben die Damen sowieso keine Probleme, aber ich glaube sonst auch nicht. Also ich finde es ganz angenehm. Wir waren jetzt in Gran Canaria und überall bezahlt man jetzt einen Euro und ich finde es ist ganz super. Heute haben schon einige Damen bestätigt, dass das recht angenehm ist mit Euro auf so einem Ball, weil es der Mann alles bezahlt. Haben Sie auch das Problem? Das Problem habe ich natürlich auch. Ich denke, das haben 90% der Männer. Und ist das ein Problem? Großes. Naja, wir sind die Leidtragenden. Wie sehen Sie das? Man nimmt es, wie es ist, ne? Kann man es eh nicht öffnen. Ne? Um 23.15 Uhr kam es zum Höhepunkt des Ballabends. Die Mitternachtsanlage mit einem Riverdance präsentiert vom ÖTB Bad Schallerbach. Die Jugendtanzgruppe des ÖTB Bad Schallerbach hat ein sehr schönes Programm, unter anderem Riverdance. Und diese Einlage unter diesem Motto wird heuer hier am Sportlerball vorgeführt. Mit der Hauptpreisverleihung im Anschluss an die Mitternachtsanlage sorgten die Hurricanes noch für tolle Stimmung, die erst in den frühen Morgenstunden ihren Ausklang nahm.